Ja, hallo und herzlich willkommen, meine liebe Tradergang bei BinaryStrategy.net. Ja, meine Tradergang, heute gibt es die letzte Session in Sachen Geld verdienen im Internet mit binären Optionen und unseren Moving Averages, mit unseren zwei Moving Averages. Und ja, wir beenden die Woche. Ich hoffe mal gut. Ich habe heute schon getradet, wie man sieht. Wir können mal gucken hier bei Quotex. Ich trade bei Quotex wie immer. Können wir mal in die Top reinschauen. Da bin ich wieder auf den ersten Platz gerutscht bei den Top 20 und zwar mit 25.030 Dollar plus. Ja, was gibt es noch? Jeder, der jetzt meinen Kontostand, ich weiß, ihr schaut meinen Kontostand immer an. Jeder, der meinen Kontostand jetzt anschaut, sagt, oh geil, wo sind denn jetzt 200.000 hin oder mehr? Das kann ich euch verraten. Dazu klicke ich mal auf Klack, Withdrawal und wir sehen hier heute zweimal 100.000 Dollar ausbezahlt mit erfolgreich ausbezahlt mit Bitcoin-Auszahlung. Also ich habe mir in Bitcoin 200.000 Dollar auszahlen lassen und wurde mir auch schon ja, gesendet. Das sehen wir hier unter Successed, bedeutet, dass die es rausgesendet haben. Ja, darum ist mein Konto bisschen geschrumpft auf 740.000. Ich werde jetzt aber auch ein paar Mal noch abziehen, Kohle, also, weiß nicht, vielleicht auf 200.000 runter, dass ich mir halt ein bisschen was safe auf die Kante wieder lege und dann eben wieder hoch trade. Ja, jetzt mal zu unserem Freitag. Ich versuche wieder heute mit unserer Moving Average Strategie, also mit dem Standardindikator Moving Average/EMA versuche ich wieder Geld zu verdienen im Internet und möchte euch auf die Reise mitnehmen. Wie gesagt, ich habe heute schon getradet. Ich mache heute vielleicht auch nur einen einzelnen Trade, zwei Trades, denn ich will das auch gar nicht weiter so krass riskieren hier, mein Gewinn. Wie gesagt, ich habe heute 25.030 Dollar verdient. Aber 5.000 oder so werde ich nochmal riskieren. Für die Leute, die eben hier zuschauen und nicht wissen, wie es funktioniert. Es ist eigentlich ganz einfach. Wie gesagt, wir traden binäre Optionen. Binäre Option bedeutet, ihr sagt in einem von euch vorgegebenen Zeitraum, in unserem Falle in einer Minute voraus, ob in der nächsten Minute der Währungskurs fällt oder steigt. Wir können voraussagen mit dieser Moving Average Strategie. Das sind diese zwei Linien hier. Die könnt ihr direkt einfügen beim Broker im Webpanel hier mit dieser Leiste, mit der Werkzeugleiste. Wie das funktioniert, das zeige ich euch in dem Video hier eingeblendet. Und ja, schaut es euch an, fügt sie ein und legt selber dann auch los und verdient Geld. Das ist wirklich für Anfänger-Trader wie Profi-Trader, aber am meisten eben für die Anfänger-Trader ist das gedacht. Und ihr seid auf der Reise dabei von mir hier. Ihr seht, es klappt wunderbar. Ja, ich habe die hier schon eingefügt. Wie gesagt, das Video anschauen in meiner Playlist, wo ich euch erkläre, wie es eingefügt wird und legt los. Ich empfehle euch 500 bis 1000 maximal. Minimum 500, maximal 1000, 2000 einzuzahlen und loszulegen. Trade-Größe ist bei 500er Einzahlung 5 Euro, bei 1000er 10 Euro pro Trade. So, ich suche mir jetzt hier oben, also wenn ihr angemeldet seid, eingeloggt und eingezahlt, geht hier auf eine Minute, ganz wichtig, flupp, hier unten auf den Chart. Der Chart darf auch nur eine Minute sein. Hier oben ist die Ablaufzeit, auch eine Minute. Gebt euren Betrag ein, den ihr traden möchtet, pro Trade hier. Und geht auf die Suche. Ich gehe jetzt auf die Suche hier. Was suche ich? Kann ich euch auch mal kurz zeigen. Ich suche sowas hier. Wir haben hier, wie gesagt, eine rote Linie, eine grüne Linie. Das sind die zwei unterschiedlichen EMAs, Moving Averages. Und ich suche die Kreuzungen von denen, wie zum Beispiel hier, wenn sich die zwei Linien kreuzen, das suche ich. Wenn sich die zwei Linien kreuzen, wir sehen, es haben auch zwei verschiedene Farben, einmal rot, einmal grün haben wir eingefärbt. Wenn grün dominant wird, was meine ich mit dominant? Wenn die grüne Linie wie hier durchsticht von unten nach oben und ist dann oben grün,
das bedeutet dominant. Bedeutet, wir traden nur nach oben. Also wir nehmen den Trade nach oben. Hätte hier auch wunderbar funktioniert. Können wir mal gucken. Hätte hier auch wunderbar funktioniert, denn hier hat sich's gekreuzt. Die Kerze hätten wir abgewartet und in diese rein und wäre ein dicker Gewinn gewesen. Ein dicker Gewinn wäre das gewesen. Ebenfalls hier, gucken wir mal, hier ist gekreuzt. Die rote Linie wird dominant, die ist oben. Rot bedeutet immer verkaufen. Wenn jetzt rot oben ist, warten wir diese Kerze ab hier bei der Kreuzung und in der nächsten Kerze gehen wir rein und wäre ein dicker Gewinn gewesen. So, und das möchte ich jetzt hier gerne nochmal wiederholen. Wie gesagt, ich mache mit euch zusammen noch einen Freitagstrade, habe eigentlich schon meine Trades durch, habe schon 25.000 für den Freitag, ist es top, wirklich top. Aber ich suche nochmal, um euch zu zeigen, wenn ich was finde, um euch zu zeigen, wie es eben im Praktischen funktioniert und nicht nur im Theoretischen. Im Moment haben wir hier aber... keine Kreuzungen, Euro-USD, Plupp, Pfund-USD, Audien, was ist da los, Euro-Pfund, Euro-Cut, Out-Schweizer-Frankies. Ihr seht, ich klicke hier gechillt durch, hier war eine Kreuzung, aber... ist vorbei. Von Cut. Hier ist eine Kreuzung. Hier übernimmt Rot. So, 5 Trades abgelassen. Hier übernimmt Rot. Wir haben hier die Kreuzung. Kann man hier ganz gut sehen, das ist jetzt im Praktischen. Hier übernimmt jetzt Rot. Also Rot kreuzt mit Grün und Rot ist jetzt oben. Bedeutet, Rot ist dominant. Das können wir jetzt hier sehen. Ich bin 5 Trades jetzt hier eingegangen. Wie gesagt, ich nehme nochmal 5 mit. Denn ich habe eigentlich schon genug Plus gemacht. Und hier ist die dominante Seite jetzt. Wir sehen, Rot übernimmt. Das nenne ich immer dominant. Wenn jetzt hier sich das kreuzt und die Linie, die oben jetzt über der unteren Linie liegt, das nenne ich dominant und bedeutet eben nach unten traden. Denn Rot, ich habe die extra Rot eingefärbt. Wenn Rot oben liegt, bedeutet nach unten, weil Rot ist nach unten traden. Und wenn Grün oben liegt, bedeutet nach oben, denn Grün ist oben. Darum haben wir die auch eingefärbt auf Rot und Grün, so wie es jetzt ist. Jawohl, ihr seht, eine Minute vorbei und ich habe meine Trades gewonnen. Und das mit einem richtig guten Vorsprung. Wir können gucken hier, das war mein Trade. Also die Moving Averages haben sich hier gekreuzt, meine Freunde, genau hier. Diese Kerze halt noch abgewartet und in die neue Kerze dann hier rein. Und wir haben gesehen, bam, nach unten, super im Gewinn. Also wirklich super im Gewinn. Wir sehen hier, hier hat sich wirklich die rote Linie als dominant erwiesen, gekreuzt und hier dann in der nächsten Kerze in der bin ich rein, nach unten und es, desto weiter es auseinander geht hier, wie wir sehen, umso dominanter ist es eben. Und wir sehen, die Kerze war richtig dominant und wir sind im Gewinn gelandet. Es ist sehr einfach zu verstehen, auch für die Anfänger-Trader, wenn die Kreuzung da ist, warten, wenn es in der aktuellen Kerze, wie hier passiert, dass sich es kreuzt, dann warten wir, bis die Kerze zu Ende ist und gehen dann in diese Kerze hier rein, nach unten, in dem Beispiel. Und ich dürfte jetzt 29.000 im Top haben, im Top-Kessel. Jawohl, 29.000, wie wir sehen hier. Ja, schaut die letzten Videos an, um dies zu lernen oder um ja eben zu lernen, diese Strategie, die EMA-Strategie, EMA. Nächste Woche werde ich mal schauen, ob ich eine neue, also mit einem anderen Standardindikator, was Quotix anbietet, eine Strategie finde. Und eben den neuen Indikator dann vorstellen. Aber hier bei den Moving Averages, Leute, ihr seht, es ist locker flockig und wirklich, ihr braucht keinen MetaTrader oder sonst irgendwas. Ihr könnt das direkt einfügen in eure Webplattform von Quotex und braucht nicht die Hyperstrategie etc. etc. Denn das ist hier, ihr seht es jeden Tag, ich nehme es live auf. Ihr seht, jeden Tag in den Top bin ich hier drin, also fast jeden Tag. Bin ich in den Top drin und das kann man nicht bescheißen, das ist einfach so.
Und ihr erlebt ja hier auch meinen Kontostand, wie er wächst, wie er wächst. Auszahlungen, die letzten zwei von heute sind hier erfolgreich ausbezahlt. Zweimal 100.000. Und ja, was will man mehr? War eine super Woche. Ich hoffe, meine liebe Trader-Gang, wir sehen uns auch in der nächsten Woche. Bitte abonniert mich. Bitte gebt mir einen Daumen nach oben für das Video. Bitte gebt mir einen Kommentar für den Algo, für den YouTube-Algorithmus. Ja. Der Link für Quotex ist unterhalb des Videos in der Beschreibung, wie immer. Ich sage Happy Trading, wünsche euch ein richtig geiles Wochenende und ja, meine Trader Gang, wir sehen uns am Montag in alter Frische. Ciao!